biblische Ethik. Die Bibel, der Christ und das Eigentum. Die 10 Gebote schützen das Eigentum gleich doppelt. Zweites Buch Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Und dann zwei Verse weiter, Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Jeder Mensch hat das Recht, über seinen Besitz zu verfügen. Darum ist es nicht richtig, wenn Ahab Nabots Weinberg beansprucht, oder der Reiche in Nathans Gleichnis das letzte Schaf des Armen konfisziert. Sprüche 22, Vers 28. Verrücke die uralte Grenze nicht, die deine Väter dem Grundstück gesetzt. Der Prophet Micha kritisiert, Micha 2, Vers 2. Wollen Sie ein Stück Land, so rauben Sie es. Begehren Sie ein Haus, dann nehmen sie es. Sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Besitz. Sprüche 10, Vers 2a. Unrecht gut hilft nicht. Im Neuen Testament lesen wir von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, Verse 44 bis 45. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Immer wieder hat man versucht, mit diesen Aussagen kommunistische Ideen zu begründen, dass alles allen gehören soll. Doch die Worte von Petrus gegenüber Hananias belegen, dass jeder nach freiem Ermessen entscheiden durfte. Apostelgeschichte 5, Vers 4. Du hättest es, gemeint ist das verkaufte Grundstück, du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Obwohl der Herr das Eigentum schützt, dürfen wir die Tatsache nicht ausblenden, dass alles, was wir haben, letztlich Gott gehört. Psalm 24, 1. Die Erde ist des Herrn. Und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Was wir als Gäste und Fremdlinge auf Erden besitzen, wird uns nicht für immer gehören. Besitz ist ein flüchtiges Gut, Prediger 6, Vers 2. Da hat Gott einem Menschen Reichtum, Vermögen und Ehre geschenkt. Er hat alles, was er sich wünscht, doch Gott ermächtigt ihn nicht, es zu genießen, sondern ein Fremder darf alles verzehren. Das ist nichtig und ein schlimmes Übel. Wir dürfen unser Herz nicht den materiellen Gütern verschreiben. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24b, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und statt ängstlich festzuhalten, dürfen wir das Loslassen lernen. Sprüche 15, Vers 16. Besser wenig in der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Wir haben vor Gott eine Verantwortung, wie wir mit dem Anvertrauten umgehen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 17. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Das Schöne ist,
Jesus vergisst uns nie. Markus 10, Verse 29 bis 30. Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit, mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt, das ewige Leben.